Leute, und wir sehen uns hier mit einem neuen Spiel, und zwar das neue Spiel von Space App oder Space AP, und zwar Rival Kingdoms. Das Spiel ist basierend auf Samurai Sieger. Seine Nachteile, das laggt auch so ein bisschen wie Samurai, aber egal, es macht viel Spaß. Also ich erkläre euch mal so ein bisschen das Spiel. Also hier sind so Wachtürme, die bombardieren alle ab. Und man kann angreifen. Ich zeige euch gleich auch, wie man angreift. Hier die Pfeile bedeuten, wir können es upgraden. Wir haben 13.000 Gold. Wir starten. Ich habe schon ein bisschen gespielt, angefangen zu spielen. Und ich würde sagen, ich zeige euch auch gleich mal die Angriffe hier in diesem Spiel. Die sind auch super gemacht, muss ich sagen. Also ich bin sehr überzeugt momentan vom Spiel. Man kann auch Siegesserien machen. Also man hat Siegesserien. Und desto mehr Money, desto bessere Beute bekommt man. Wir sind da 1 Fuß, 26. Und ja, nachher erkläre ich euch noch mehr. Jetzt greifen wir erstmal an. Wir haben hier links zu sehen zweimal ein Bataillon Armbrustschützen, ein Bataillon mit Schwerkämpfern, die Clan-Truppen und der Drache ganz unten hier. Kann man den Titan wechseln. Hängt gerade so ein bisschen, sorry. Hier kann man den Titan wechseln. Wir haben den Nirax. Dann kann man hier noch so Gadgets hinzufügen, so Räuberverstärkungen und dazu und Feuer und so gekrempelt. Und hier kann man die Truppen wechseln. Also wir greifen mal an. Man kann hier rechts zu sehen Mana verdienen. Man sieht die Pünktchen, die da blinken. Das bedeutet Mana. Das bringt Mana. Also ich würde sagen, wir schicken gleich mal unsere Truppen. Wo ist auch immer am besten? Ich würde sagen, von hier oben. So, hier, so. Also, und mit dem Drachen, den bekommt man, wenn man die Einspielmission abgeschlossen hat, kann man zum Beispiel hier so schicken und dann macht's. Und der friert alles ein. Jetzt sind alles eingefroren. Hier, wenn ihr seht, hier ziehe ich da, hier, rechts, ziehe und jetzt drücke ich. Und jetzt tut mein Titan-Soldaten darauf beschwören. Man kann Soldaten darauf beschwören, das hier ist Heilung und das hier ist, das tut ein Gebäude zerstören. Also meistens. Jetzt ist gerade unser Drache gestorben, ist aber nicht so schlimm, der wird gleich wieder, der lebt gleich wieder. Dann tun wir mal hier, das hier mal drauf wirken, jetzt macht es Boom Boom und das kaputt, das Teil da unten. Unsere Armbrustschützen sind jetzt auch praktisch tot. Wir können versuchen noch ein bisschen Gold zu holen. Mit unseren Truppen, die wir da noch beschwören können. So, hier ein bisschen da noch kloppen und so. Wir haben gewonnen. Weil wir das Rathaus zerstört haben. Da oben kann man auf Rückzug drücken. Großer Sieg! Ja, wir haben gut gewonnen. Und jetzt erkläre ich euch mal, was die Ringe einem bringen. Also, und zwar mit den Ringen kann man spenden, zum Beispiel für so einen Primus Magier spendet, braucht man 20 Ringe. Und für 20 Ringe kann man einem Freund spenden. Und Ringe braucht man auch, um das Rathaus zu leveln oder die Festung. Und mit dem Gold, was wir jetzt haben, würde ich sagen, wir steigern unsere Goldproduktion. Eine Stufe. Und hier ist das Drachennest im Bau. Und im Drachennest kann man die Drachen verbessern, der Forefell. Ja, man spricht so. Da haben wir hier die Schmiede. Bei dem kann man Truppen verbessern. Bald leveln. Sollten wir auch bald leveln. So. Damit wir Dreiertruppen bauen können. Kostet 25.000. Dann hier auch die Karte, schön mit Liebe gemacht. Hier eine Brücke. Da laufen Leute rum. Hier hinten eine Treppe in den Berg, da ein Weg, hier oben eine Plattform, hier haben wir ein nutzloses Ding hier hinten, hier haben wir nochmal eine Brücke, da hinten ist ein Tunnel und hier ist ein Wasserfall. Also es hat mir viel Liebe gemacht, dieses Spiel. Es ist natürlich noch in einer frühen Phase, aber es ist cool von Space App oder Space AP, wie auch immer man das aussprechen mag. Dann hier im antiken Schrein kann man Titan verbessern, also man braucht den, um Titan zu verbessern. Zum Beispiel jetzt Nirax können wir leider nicht mehr leveln, weil er auf dem
weil er ist auf Maximum Level seine von seinem. Also wir können ihn nicht mehr leveln durch antiken Schrein, weil er schon auf Max Level ist. Und jetzt gerade das Spiel abgeschmiert. Ich muss gucken, ich muss ein bisschen iPad leer machen. Also das Spiel hat noch so ein paar Probleme. Mit der Performance. Aber Clash of Clans sind so Sachen, die funktionieren ganz gut. So, wir sind hier wieder da. Also, wo waren wir genau? Hier beim Schrein. Dann kann man hier so Titan, hier, den können wir jetzt auswählen. Hier kann man ihn auch verbessern. Aber wir brauchen Level 4 Schrein. Aber ich kann euch mal zeigen, wir können zum Beispiel jetzt den Meister der Essenzen verbessern. Wenn es geht. Jo, für 1000 Primus, so, kostet 4000 Gold, sieht er abgegradet. Macht Stang und wirkt eine Sekunde, Lichtbogen, wirkt eine Sekunde lang 65 bis 130 Schaden auf Feinde in nächster Nähe. Und so kann man hier auch die Helden leveln. Also, und das ist ja das. Dann hier, das ist sozusagen die Clanburg. Das königliche Portal hier bekommt man Truppen und aber unsere Burg ist voll mit Primus, Magiern und Schwertkämpfern. Und man kann ja auch spenden, ach egal. Und man kann es natürlich verbessern. Dann hier haben wir so Bäumchen, gelegenen Baum, Galgenbaum. Die Warnung an alle Verbrecher und Deserteure. Dann auch so ein normaler Baum, ein altwürdiger Baum oder Felsen, diverse Trümmer oder schwere Steine. Und mal schauen, vielleicht finde ich noch ein bisschen Geröll. Felsen, Geröll. Ein Schuss der Vergangenheit. Und jetzt gehen wir auf die Karte. Nochmal. Truppen muss man hier keine bauen, die werden sofort regeneriert. Hier ist die Einzelspielermission. Vorfall verfolgen, Vorfall, wie auch immer. Dann haben wir hier unten, das kommt am 20. Mai. Dann hier haben wir Königreich, das ist der Clan und Turnier. An Turnieren kann man immer teilnehmen, also immer, das heißt immer, alle zwei Tage kann man an einem Turnier teilnehmen. Und dann kann man ein paar Ringe gewinnen. Ich habe jetzt das letzte Mal nur 15 Ringe gewonnen, weil ich so schlecht war. Ich musste noch in die Schule gehen, da hatte ich keine Zeit mehr zum Angreifen. Hier haben wir unseren Primusleiter, mit dem werden die Waffen in der Umgebung besser. Aber das dauert immer zwei Tage, um ihn voll zu laden. Dann haben wir hier unser Goldlager, Goldspeicher. Also bisher, mein Dorf ist nicht auf effektivstes gebaut, aber man kann immer ganz gut, ich verteidige doch ganz gut eigentlich. Obwohl, in letzter Zeit kommen sie immer mit so fünf, mit so einem Vierer-Bataillon. Hier kann man so Angriffe zurückverfolgen. Oh, Kopf. So eine Scheiße hier. Schon wieder abgestürzt. Also auf jeden Fall muss Space AP oder Space App muss auf jeden Fall noch ein bisschen an der Performance vom Spiel arbeiten. Also bei mir schmiert es dauernd ab. Ich weiß nicht, vielleicht ist es bei euch auch so, Leute. Schreibt es doch in die Kommentare. Aber bei mir ist das sehr ein nerviges Ding. Das ist immer abschmiert. Jetzt ist es zweimal innerhalb von 10 Minuten abgeschmiert. Und meine Stimme schmiert auch bald ab. Und ich wünsche euch auch ein schönes, langes Aufwärtswochenende so nebenbei reingeworfen. Also, wo waren wir gerade stehen geblieben? Naja. Also ja, Primusleiter, hier haben wir so Türme, die Zaubertürme. Da kann man Titan auch zuweisen. Wir haben jetzt hier den Meister der Essenzen drin und der tut dann seine Fähigkeit schicken. Hier haben wir den Nirax im violetten hier. Hier haben wir den Meister der Essenzen im gelben hier. Dann haben wir hier Gold, Gold, frisches Gold. Wir wollen frisches Gold, 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 Gold. Und hier haben wir Felsen und Bäumchen. Und hier haben wir die sozusagen Lagerplätze für Truppen.
Die kann man leveln, bis zu 10 Truppen kann man dann drauf tun. Also 10 Leute auf eins. Man bekommt bestimmt noch mehr. Wir können ja auch gleich mal in den Shop gucken, was es alles gibt. Also es gibt Verteidigung, Produktion, Truhen, Diamanten und Schatz. Und Angriff. Also Angriff haben wir Kaserne, Truppenportal, Drachennest, Schmied und königliches Portal. Dann Verteidigung haben wir Mauern, Wachturm, Zauberturm, Katapult, Himmelswächter, Primusleiter, Bunker, Pfeilschleuder und Blitzturm. Produktion haben wir Bauhütte, Feld, Goldschmiede und Goldspeicher. Es gibt noch kein Elixier oder dergleichen. Dann haben wir Truhen. Hier kann man Truhen kaufen. Für 5000 kann man so eine Silbertruhe der Treue kaufen. So 5000 Treuepunkte. Dann hier kann man Diamanten kaufen. Und hier Schatz. So, Gold. Füll dein Gold auf, ne? Also in 53 Minuten ist unsere Goldschmiede. Das sind 52 Minuten. Und ja, das war so eine kleine. So ein, also ich würde sagen, es war so ein kleiner Einblick in das Spiel. Und wenn ihr mehr von dem Spiel sehen wollt, schreibt es doch in die Kommentare und gebt einen Daumen hoch und abonniert mir doch, wenn euch gefällt hat. Ich verspreche mich heute, ich hasse Aufwort. Wenn es euch gefallen hat, schreibt doch einen Kommentar und lasst doch einen Daumen hoch oder ein Abo da. Wir sehen uns vielleicht im Let's Play wieder. Tschüss, Leute!